Eine Testpflicht an Schulen, wie so vieles in der Corona-Krise, klingt das erstmal gut. Wie das dann in der Realität aber so einfach umgesetzt werden kann, das ist eine andere Sache. Frau Distler, Sie haben 235 Schülerinnen und Schüler allerdings ab Montag erstmal im Wechselunterricht. Wie soll das Ganze dann funktionieren, wenn die Schule um 8 Uhr losgeht und vorher alle getestet werden müssen? Ja, also wir sammeln die Kinder ganz normal, wie jeden Morgen im Klassenzimmer. Ab 7:45 können die Kinder ins Klassenzimmer kommen. Der Lehrer ist dann da oder die Lehrerin. Und wenn dann alle da sind, dann werden wir eben den Tag mit einem Corona-Test beginnen. Und dadurch, dass wir ja Wechselunterricht haben, ist nur eine halbe Gruppe in der, im Zimmer. Und ich denke, dann werden wir das ganz gut hinbekommen von der Gruppengröße her. Wie gut sind Sie denn allgemein vorbereitet? Also haben Sie zum Beispiel genügend Tests bekommen? Ja, also wir sind ausgestattet worden mit Tests, sowohl für die Kolleginnen und Kollegen, als auch für die Schüler. Also wir haben vor den Ferien Tests bekommen und in den Ferien wurde nochmal nachgefragt, ob noch Bedarf ist und es gab dann noch Nachlieferungen, dass wir wirklich gut haushalten können damit. Jetzt sind Sie Konrektorin einer Grundschule. Mhm. Was würden Sie denn sagen, wie gut können die kleinen Kinder, gerade ja auch die Erstklässler, überhaupt mit solchen Selbsttests umgehen? Ja, natürlich müssen wir das erst auch selber mal ausprobieren und dann sehen, wie es tatsächlich in der Praxis klappt. Aber wir sind sehr zuversichtlich. Also wir haben Kollegen, die selber Kinder in dem Alter haben, die haben das schon mit ihren Kindern dann mal zu Hause ausprobiert. Und wir haben auch ein Erklärvideo gedreht mit einem Erstklässler, der das wunderbar erklärt und der da wirklich das ganz gut selber hinbekommt. Also von daher sind wir sehr zuversichtlich, dass es gut klappen wird. Wie es dann tatsächlich ist, müssen wir dann einfach in der Praxis sehen. Welches Feedback kam denn von den Eltern bis jetzt zu den Selbsttests? Ja, also das ist gemischt. Viele Eltern sind natürlich auch froh, dass durch die Tests eine gewisse Sicherheit jetzt dann auch eintritt oder man erhofft sich dann eine größere Sicherheit, weil man ja sicher sein kann, dass dann nur negativ getestete Kinder hier an der Schule sind und sich begegnen. Aber es gibt natürlich auch Sorge bei den Eltern. Gerade wenn dann eben in der Schule ein solcher Selbsttest positiv ausfällt, was ja noch nicht zwangsläufig bedeutet, dass das Kind Corona hat oder mit Corona infiziert wurde. Aber trotzdem ist erstmal das Ergebnis positiv und das bekommen die anderen Kinder mit. Da ist schon Sorge bei den Eltern da. Wie reagiert das Kind dann darauf? Wie wird es dann abgefangen und aufgefangen in der Schule? Und auch die Sorge, dass andere das eben mitbekommen und vielleicht dann auch weitererzählen könnten. Also da sind wir dann auf jeden Fall als Pädagogen gefordert, dass wir das dann abfangen. Aber auch das, denke ich, werden wir ganz gut hinbekommen. Ich danke Ihnen für die Einblicke.